Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil Revolutions. Und da sind wir nun wieder bei Resident Evil und heute geht es wie immer natürlich weiter da, wo wir aufgehört haben. So. Mal sehen, was uns nun erwartet, wo es hier weitergeht. Bis hier bei Resident Evil Revelations. Oh Mann, das kann keiner überlebt haben. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles war... Das ist eine Falle. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. Wir werden Jill und Parker suchen. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Wo? Verdammt, der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Mist, wir sitzen fest. Jill! Wer zur Hölle bist du? Ja, Leute, habt ihr nochmal einen kleinen Einblick bekommen, wo wir gerade stehen geblieben sind? Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann noch kämpfen. Guter Mann. Es ist vorbei. Die Stadt ist verloren. Oh. Neue Waffe. Deine Bemühungen sind lobenswert. Das ist ein Weckruf, der schon lange fällig war. Gute Arbeit. Jessica, Parker, kommen. Die Anlage wurde infiltriert. Wir brechen ab. Bereitet euch auf die Heimreise vor. Verteilt euch und geht zum Landeplatz auf dem Dach. Das ist ein Befehl. Jessica und ich sichern den Flur. Kadett, bring sie sicher zum Heliport. Na gut. Parker, Sie haben hier die Evakuierung eingeleitet. O'Brien? Die BSAA ist abgezogen. Ich bin der Letzte hier, General Morgan. Bei allem Respekt, die FBC macht einen großen Fehler. Wir führen schon 3 Wochen Krieg, um die Sache zu bereinigen. Es gab Rettungen und es gab Verluste. Zu viele. Aber jede weitere Verzögerung gefährdet unsere Ziele. Das ist doch wohl verständlich. Nein, leider nicht. Alles mit dem Satelliten auszulöschen wäre nur ein Schnellschuss. Wir könnten wichtige Beweise verlieren. Die Benutzung des Satelliten wurde bereits genehmigt. Wir werden hier aufräumen. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlass dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltro. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der Ab. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Und all die Leute, die sterben werden. War's das denn jetzt, Direktor O'Brien? So, alle kennen ihre Befehle. Geht auf Position. Raymond, zu mir. Ja, Sir. Naja, dann geht's mal los. Ja, glaubst du, das war's? Nicht, wenn wir die Bastarde vorher erschießen.
Sie kommen. Eröffne das Feuer! Ich glaube nicht, dass wir beide das schaffen. Müssen wir wohl, wenn wir hier raus wollen. Danach, sofort zum Helikopter. Lad doch mal nach, wenn der Nullschuss hinter ist. Fertig. Ich gehe noch ein bisschen sammeln. Ist mir alles lieber als zu sterben. Ich sag mal, man weiß nie, was man braucht an Munition. Das ist immer wichtig. So viele Monster. Schon gut, aber du lädst mich dafür zum Essen ein. Und ich bestelle mir Hummer. Was zum... Schon kaputt. Und das war der letzte funktionierende Aufzug. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich von Treppen halten soll. Haben wir also nicht. Muni, 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 Muni. M3 aufgerufen. Schotter wäre nicht schlecht, aber wir bleiben erstmal.
einen Schuss noch. Super. Leer, alles leer hier. Nichts zu brauchen.